Es regnet, die Erde wird nass. I live my day as if it was the last. Live my day as if it was no past. Doing it all night, all summer. Hallo und willkommen zu einer Runde Sky Factory 2. Letzte Folge haben wir hier oben weiter Eisenseeds gezüchtet. Ich habe jetzt hier diese coole Obsidian Madhawk. Die hat jetzt auch noch Haste drauf bekommen. Und das Feld ist fast komplett voll gewachsen mit Eisen. Und in den letzten Kommentaren hier wieder der Vero Gamer und der Wizard. Die haben wie immer Kommentare geschrieben. Extrem nützliche und unter anderem auch eine Sache, dass ich jetzt automatische Eisenerzproduktion mit den Magical Crops Feldern machen will. Das hatte ich auch schon mal gesagt. Genau das ist auch mein Plan. Und da beginne ich jetzt einfach schon mal damit. Hier unten habe ich kurze kleine Felder angelegt, beziehungsweise da möchte ich mich mal bei meinem Bruder bedanken, der nämlich da ein paar hübsche Sachen gebaut hat. Nämlich noch was anderes, das zeige ich euch hier gleich hinten an dem Mobfarm. Das finde ich richtig gut. Und ich habe gerade einen Modifier bei meiner Mantok bekommen. Und den werde ich gleich mal für Auto-Repair nutzen. Ich habe hier schon so einen... hier so ein Moss Ball drinne und den werde ich hier einfach mal draufpacken. Also hier rein damit, falsch, so, genau, und dann bekommt sie Auto-Repair drauf. Nice. Jetzt zeige ich euch mal das hier hinten an der Mob-Farm, denn, ach man, dieser Regen, Toggle Don't Fall. Hier hinten, dieses System hat mein Bruder gebaut, hier, die Experience, die der Vakuumhopper aufsammelt, die werden dann hier mit so einer Transfer-Pipe rausgezogen und hier in diese Tanks reingeleitet. Dann sammeln die sich hier im XP-Bottler und hier hinten kommen dann die Flaschen als XP-Bottler, Bottles of Enchantment, also diese XP-Flaschen raus. Finde ich ganz cool. Und wenn ich jetzt einen Eimer Wasser hätte, würde ich euch das mal ganz schnell zeigen. Indem ich einfach ein paar Monster kille und dann die Experience nehme und ja, zeige, wie es funktioniert. So, also hier einfach mal so hinsetzen. Okay, das Wasser fließt extrem komisch. Ach nee, hier ist das Glowstone-Teil. Okay, fließt logisch. So, und jetzt töte ich die hier hinten mal, was ich nicht kann. GG. Leckt es gerade irgendwie? Okay. Hä? Wieso geht es nicht? Ah, ach so. Ah, okay. So, jetzt töte ich die hier mal. Und dann seht ihr hier, wie hier hinten da Experience reingefüllt wird. Die hier rausgezogen werden. Und dann in so eine Flasche gefüllt werden. Und hier hinten kommen dann die fertigen Verzauberungsfläschchen raus und die kann ich dann nehmen und wunderbar zu XPs abändern. Ich habe hier auch schon mal zwei Slots wieder freigeschalten bei mir im Inventar. Ansonsten gucken wir mal, hier ist wieder Erde drin, ist sehr, sehr schön. So, und dann kann ich jetzt hier einfach mal ein bisschen was töten. Muss ich halt einfach nur Wasser hinsetzen. Dann kann ich mich hinsetzen und die ganzen Monster töten und bekomme dafür die Experience in Flaschen. Da funktioniert das doch perfekt. Außerdem kann ich mein Schwert leveln. Ah ja, komm, lass uns das mal machen. Wir leveln jetzt unser Schwert auf 5000 Experience hoch, damit ich will wissen, was nach Legendary kommt. Klick, klick, klick. Übrigens zu dem Fragevideo, das wird irgendwann nächste Woche rauskommen, wenn ich mal wieder Zeit habe. Also jetzt noch nicht, aber irgendwann nächste Woche denke ich mal. Aha, es sind gerade wieder 8 Experience Bottles zusammengekommen. Ich versuche die irgendwie so zu spülen, dass die bei mir vorne landen, aber die landen immer wieder in der Ecke dorthin. Ah, jetzt funktioniert es genau. Jetzt werden die alle nach vorne getrieben, oder? Ja, nein, doch nicht. Manu, komm schon, komm. Oh, eine Witch. Ah, da kam Witch Head raus. Ja, jetzt funktioniert es genau. Einfach nur draufschlagen und dann kommen die Monster von alleine zu dir. So, ich guck mal, wie viele Experience Bottles da jetzt kamen. 15 Stück.
Perfekt. Das brauche ich nicht. Hier unten kann ich einfach mal Mini-Essenz reintun. Jetzt stellt man sich einfach hin. Zieht sich die Teile rein. Und danach kann man hier oben dann wieder einen Slot freischalten. So, ich lasse es hier mal so ein bisschen laufen. Und baue in der Zeit hier hinten die Felder weiter. Oder beziehungsweise... ich tue das Zeug mal hier unten rein. Denn ich möchte jetzt erstmal den Harvester und den Planter bauen. So hatte ich hier oben noch irgendwo Plastik. Ne, warte mal, das hatte irgendein Noob in den Tinkerer Table reingetan. Und jetzt, warte, gucken wir mal nach dem Harvester. Harvester. Hier. Dazu brauchen wir diese Machine Blocks. Und dafür brauchen wir wieder Plastik. Okay. Das heißt, ich muss mir mal wieder Rubber besorgen und das ist eine Sache, die ich ebenfalls aus den Kommentaren von Wizard habe, automatische Holzfarmen. Werde ich noch bauen, aber erst möchte ich ganz schnell diese automatische Eisenfarm auf jeden Fall schon mal machen und dann auch andere automatische Sachen. Also erstmal so, dass wir viele Erze automatisch produzieren und wenn das gemacht ist, dann können wir auch den Rest machen. Okay, also erstmal hier. Wunderbar, schön viel Rubber drinne und weil ich hier auch Kohle angebaut hatte, kann ich mir auch hier ganz viele Kohle machen. Boah, wie viel Kohleessenz wir haben. Ich crafte das jetzt einfach alles mal zusammen. Und dann erkennt man, dass man extrem viele Sachen hat. Okay. Das ist viel Kohle. Sehr viel Kohle. Ich glaube, das reicht aus. So, rein damit und dann hier hinten die fertigen Rubbers rausholen. Haha, ist das cool. So. Ich tue hier oben dann schon mal die fertigen Reihen. Hier. Wie viel sind es noch? 18. Na, dauert nicht mehr lange. Das ist cool, einfach 1 pro Sekunde. Na gut, für ein Stack braucht es eine Minute. Wie viel macht der Ofen? Ich glaube, der Ofen ist nur ein Achtel mal so schnell. Also dieses Teil ist so cool. Vor allem, dass es auch ohne Kohle funktioniert. Zwar sehr langsam, aber es funktioniert ohne Kohle. Hä? Was? Nein, doch keine Kohle. Lol. Ich habe Graphit bekommen. Was kann ich denn damit machen? Lol. Das habe ich ja noch nie gesehen. Kann ich das im Ofen tun und als Kohle benutzen? Nee. Hä, okay. Ich habe mir gerade versehentlich Graphit hergestellt und habe keinen Plan, was ich damit machen soll. So, wie ging das? Das? Ah, okay. Also hier wieder 5 von diesen Dings teilen. 9 Stück davon sind es noch. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Das war's. Gut, sehr schön. Dann haben wir wieder viel Plastik. Und Eisen bräuchte ich mir noch ein bisschen was. Da sollten irgendwo hier noch ein Stack oder sowas rumkullern. Genau da. Und dann machen wir uns mal ein paar davon. Cleanstone habe ich auch. Und dazu brauchen wir jetzt erstmal ein paar von den Basic Machine Blocks. Und ich möchte insgesamt 9 Felder bauen. Dann mache ich erstmal 9 Harvester, 9 Planter. Dann brauche ich hier 9 Scheren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, ich muss mal mein Inventar irgendwie ein bisschen ausleeren. So, 7, 8, 9, hier unten das Eisen hin und dann müsste ich das doch eigentlich ins, hier reinziehen können. Nicht? Okay. So. Eine Harvester. Übrigens, ich werde diese Folge nur die Harvester craften und nächste Folge werde ich sie dann erst anschließen. An System und so weiter. So.
Damit haben wir jetzt hier 9 Harvester. Aber mir fehlen ein paar Rubber Trees. Das heißt, ich will hier einfach gleich nochmal welche anpflanzen. Hier Holz, Holz, Holz weg. Holz, Holz. Hier mein Holz. So, Knochenmehl. Wo ist es? Da ist es. Ja, so eine automatische Rubberproduktion wäre eigentlich auch ganz nice. Mit Weinmeiner alles abbauen. Dann habe ich wieder 9 Rubber Seeds. Das kann ich auch noch abbauen. Oh, es regnet. Toggle down vor. Nein, meine Mann. Ich pack die Teile hier schon mal hinten in den Ofen rein. Genau. Rein da und doch bestimmt noch mehr. Hatte ich genau einen Stack. Okay. Essen. Und jetzt baue ich hier einfach nochmal welche an. Knochenmehl. 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 Ich brauche nochmal welches. So, sagen wir 1, 2, 3, 4 Knochen reichen aus, damit es perfekt passt. Hoffentlich. Na, okay, dann hat er jetzt Pech gehabt. So. Die Blätter abbauen. Hier Baum 1 abbauen. Baum 2 abbauen. Jetzt Baum 3 abbauen. 4 abbauen. 5 abbauen. Und dann haben wir wieder Rubber hergestellt. Und zwar wieder ein Stack. Aus dem Holz kann ich ja übrigens, glaube ich, auch Rubber herstellen. Mit so einer Sawmill oder so heißt die, glaube ich. Hier ist jetzt wieder sehr viel Rubber drinne. Hier ist auch wieder sehr viel Rubber drinne. Und dann warte ich kurz, bis es durch ist. Bis gleich. Naja, okay, ich denke mal, wenn ich jetzt hier so einen Stack habe, dann wird es erstmal ausreichen. Also warte ich noch kurz. Übrigens, meine ganze Kohle, weil ich mich vorhin gefragt habe, wo die hin ist. Die ganze Kohle wurde zu Graphit verbrannt. Naja, den brauchen wir später für Reaktoren, also ich hoffe mal, es ist nicht komplett nutzlos. Aber es ist auf jeden Fall ärgerlich. Lol. Lol, habt ihr gesehen, wie sich das gestackt hat? Okay. So, jetzt nochmal zum Planter. Planter. Hier, der hier. Okay, der ist ein bisschen komplizierter zu craften, dazu brauchen wir Pistons. Hä, hey, habt ihr gesehen, wie cool man das machen kann? Jetzt haben wir 69 Plastik. Das heißt, ich brauche jetzt Pistons und ich brauche Ton. Wie mache ich den? Indem ich die Barrels nehme, die ich in irgendeine Kiste reingeschmissen habe. Von der ich nicht mehr weiß, welche genau das war. Hier, genau. Und ganz oft mit Wasser befülle. Okay. Funktioniert so, reicht. Wassereimer. Also, bei jetzt darf ich ganz viel sehr langweilige Arbeit machen. Ich mache noch einen ganz kurzen Cut. Naja gut, das dauert jetzt zu lange. Ich crafte jetzt einfach die ganzen Töpfe schon mal offline weiter. So mit dem ganzen Ton und so, muss ja alles noch durchbrennen. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal, wenn ich dann die Harvester, die Planter nehme, platziere, crafte und so weiter, anschließe und wir dann schon mal automatisch Eisen produzieren. Also, wir sehen uns. Bis denne. Ciao, ciao. Ciao, ciao.